Weiter geht es mit den Erfolgen bzw. mit den Trophäen Tierliebhaber und Kryptozoologe von GTA 5. Und um diesen Erfolg bzw. diese Trophäe zu halten, müsst ihr alle Tiere für den Regisseurmodus freischalten. Der Regisseurmodus ist erst mit dem Rockstar Editor Update dazugekommen. Das heißt, alle Leute, die jetzt auf der Xbox 360 oder PS3 das versuchen wollen, es geht nicht. Ihr könnt es nur auf der PS4 und Xbox One machen. Die Tiere könnt ihr freischalten, indem ihr so Piotpflanzen auf der Offline-Karte findet. Insgesamt davon gibt es 27 Stück, also ihr könnt 27 verschiedene Tiere spielen. Aber ihr braucht für den Erfolg bzw. die Trophäe nur 21, nämlich die Luft- und die Landtiere. Dann gibt es noch Tiere unter Wasser, die könnt ihr theoretisch auslassen. Ich habe das oben rechts immer markiert oder hingeschrieben, ob es ein Luft-, Wasser- oder Landtier ist. Und falls ihr jetzt halt nur auf den Erfolg bzw. die Trophäe aus seid, lasst einfach die Wassertiere weg, überspringt die. In der Beschreibung findet ihr die Timeline, mit der könnt ihr leichter die jeweiligen Tiere überspringen. Ich würde euch aber empfehlen, alle 27 Tiere zu finden, also auch die Wassertiere, weil wenn ihr alle 27 Pflanzen eingesammelt habt, dann spawnen die neu und dann könnt ihr nochmal, wenn ihr wollt, als die jeweiligen Tiere spielen. Für die Luft- bzw. Landtiere ist es allerdings nicht notwendig, weil die könnt ihr ja über den Regisseurmodus so oft spielen, wie ihr wollt, wenn ihr die eben einmal freigeschaltet habt. Eins noch in eigener Sache, falls euch meine Videos gefallen und ihr mich eventuell unterstützen wollt, dann klickt einfach vor eurem nächsten Amazon-Einkauf auf einen meiner Amazon-Links. Die stehen eigentlich immer irgendwo in der Beschreibung unter jedem meiner Videos. Euch kostet es keinen Cent mehr, aber ich würde eben eine kleine Provision von Amazon bekommen. Ich bedanke mich schon mal bei euch und wünsche euch noch viel Spaß beim Sammeln. Okay. Oh, oh shit! Oh bullshit! What is this? What is this? This is not funny. I mean, not funny at all. Not funny, you hear?
antlers, T. You're beautiful. Finally, you're beautiful. Perfect. Beautiful. Oh, Trevor. Wow. Just wow.
better than I. Whoa. Hello. What do we got here? Wings. Wings. And a beak. Cool. That works. Beats back here. This works. This is good. Must do more of this. River Phillips. Pigeon. Wow. Just. Wow. Wow. I feel that. I feel great. I feel like death. I am the bringer of death. You're just so wonderful. Thank you, and bless your heart. Bless your heart. I love you, Bobby June. Okay. What? How? Dog. I want to go to Mars. Instead, I'm a dog for a nerd. No, just feel like I'm...
come on. Oh. What? I'm a rabbit. Me? A fucking bunny? You are joking. Someone is joking. Why? What's wrong with rabbits? You seem pretty cool. What's going on? Where am I? I'm here. And I'm hungry. And angry. I want to eat and attack. This is... Is anyone laughing at me? Okay. Let's party. Yo. Shit. Fucking hamburger. Really? Is that amusing to somebody?
here. Hairy as hell. I'm a dog? A sheep dog? Like someone you laugh at. I look funny? You look funny when I bite your dick off.
is Trevor Phillips. And for reasons I don't quite understand, Okay. Whoa. Wow. Look at you, T. Finally made. Thank you.
dud. Definitely not a dud. Definitely not. I'm a chicken. So, wenn ihr jetzt alle Land- und Lufttiere eingesammelt habt, Wasser war ja wie gesagt optional, dann müsst ihr jetzt nur noch in den Regisseurmodus gehen. Von der Karte aus einmal nach links oder halt ganz, ganz oft nach rechts, bis ihr zum Rockstar Editor kommt. Klickt da drauf, dann auf Regisseurmodus, Akteure, Tiere und wählt irgendeins der Tiere aus und ihr bekommt die Erfolge bzw. die Trophäen. Euch wird dann vielleicht auffallen, dass ihr erst 21 von 22 Tieren gefunden habt. Das letzte ist irgendwie geheim oder versteckt noch. Das zählt allerdings nicht zum Erfolg bzw. zur Trophäe. Falls ihr aber das letzte Tier doch noch freischalten wollt, dann schreibt es in die Kommentare, da mache ich vielleicht noch ein Video dazu, weil es relativ aufwendig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!